Musik ist schon mal gut. Ach, das war dieser Film? Was für ein Film? Was für ein Film? Karen! Oh nein. Bitte keine Karen. Bitte keine Karen! Vor allem ist das voll gruselig, dass die sich da drinne spiegelt. Adventure interaktiver Film. Das kennen wir ja. Oder das ist sowas ähnliches wie Erika. Oh, wollen wir Solitär spielen? Können wir Solitär spielen, bitte? Ich möchte einfach Solitär spielen. Sonntag, 12 Uhr vormittags. Liebe. Suche. Wird das gruselig, Leute? Warum ist denn das? Warum fängt denn das bei ganz hinten an? Warum muss ich das zurückspulen? Nur bedingt creepy. Warum werde ich eigentlich so einfach reingeworfen? Könntest du schneller spulen, bitte? Das ist doch digital. Hätte ich das auch irgendwie ganz anders machen können? Quasi eine digitale... Ja. Hey, Babe. Hallo. Okay, get in here. Let me give that big hug. Ah. Hi. Hi. No. No. No, I'm at my baddie apartment, remember? What, this? This here? This itchy, scritchy, scratchy? Yeah, I'm scratchy, 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 itchy, itchy, tickle, tickle, tickle. How you doing? What, how was your day? Tell me. Why? Huh? You did? Okay. Ja, Schatzi, was ist los? Ich glaube, er spricht mit seiner Tochter, oder? Oh, where are we going? Oh. 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 Okay. Okay. Wait, one sec, all right? All right. Here I come. Hi. No. 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 You can't die from that. It just means that you're growing up. Von was stirbt sie? Getting bigger and stronger. And when the tooth falls out. Ah, okay. Die Zähne. No, 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 no. Listen, listen, listen. When that tooth falls out, the tooth fairy's gonna come and she's gonna give you money for it. Yeah, you never heard of the tooth fairy? The fairy that comes at night while you're asleep. Oh Gott, die Fee kommt in der Nacht. Möchte man das eigentlich noch? And she swaps it for money. Well, okay, look. If you don't, she'll only come if you want her to come. If you do, then here's what you gotta do, all right? You gotta put your old tooth under your pillow and then write her the sweetest note, okay? Yes, exactly. It's like Santa,
buffeting. Hey, where's your mom? Will you go get her for me? Take me. Take me anywhere. Nimm mich überall mit hin. Bitte nicht aufs Klo. Richtig gruselig, dass man die Frau, die sich das anschaut, auch noch in der Spiegelung sieht. Ja, nice, GG, Waffel. Hey. I miss you. No. I miss you. Ich vermisse dich nicht. Hey, what do you think of the new apartment? Oh, but I've upgraded to a futon. Meine zwei Kinder, ich habe gedacht, du hast keine Kinder. Yeah, except they neglected to mention all of the furniture assembly at Quantico, left that part out. By the way, if you needed, you know, say 17 Allen wrenches, I've got them. So you just let me know. Yes. How you doing? Tell me about your day. Was los, Pups? Yeah. 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 Okay. Yeah. Love you. Weißt du, was richtig creepy wäre? Wenn hier hinten da beim Fenster irgendwas aus der in so von der anderen Seite reingeschaut hätte. Und das ist bestimmt der Gegenpart hier, ne? Love you. Kann man das nicht bis ans Anfang? Ah, hier kann ich. Insulin, okay. Was ist das für ein Spiel? Telling Lies. Wir schauen uns irgendwelche Videos von Leuten an. Und warum auch immer, es ist eine digitale Videokassette. Wieso kann ich das denn nicht einfach irgendwie auf Null direkt setzen? Also wieder am Anfang. Warum müssen wir immer das Ende uns anschauen? Darf man nicht sagen. Are you still on the plane? Do all the guys have this? You're so prickly. Good and bad. Today at camp, I found a crazy bug. Emily said it was gross, but I picked it up. We found treasure and put it in my good pocket. Then when I came home, I hid it under my bed. My tooth hurt, though. I had to sit with the camp nurse all day. It hurt so bad, it was bleeding. Oh nein, es hat geblutet. Since it was vacation, we had a movie night. We watched Sleeping Beauty and built a bed on the sofa. Come inside. Come inside. Ich will aber nicht unter die Decke. Bin jetzt leicht paranoid. Erst jetzt? Can you die from a sore tooth? Kann man von Zahnschmerzen sterben? Ja.
Ich will da nicht rausfahren. Werden sie aber, alle. The toothpick? Stößchen. What did she do with the teeth? How did she even get into my room? Was Waffel sagt. It's like Santa, but for teeth. Was habe ich da für einen Krug? Here's in the bathroom. I'll take you. Am Ende geht's gar nicht um die Videos. Mama, it's Daddy! Here he is. Hey. You miss the beach. Der ist geil, ja. Na hallo, meine Große. Na hallo, meine Große. Oh my God. Looks just like your place on Kinsey Street. You had that mattress on the floor. I was sure you were a serial killer. Oh, warte mal ganz kurz. Kinsey Street? Kinsey Street. You had that mattress on the floor. I was sure you were a serial killer. Oh, well, the glamorous life of a super spy. I have. Oh, well, I got Alba ready for camp. Made her a spectacular lunch. Die Kleine heißt Alba. No PB&J, otherwise she has to sit at the peanut table. At work, I pulled a messy code blue back from the brink and administered a sub-Q insulin that my patient didn't even feel. Picked Alba up, made her dinner, soup, because her tooth hurts. And then we had to watch a Disney princess movie because Mama sent us the damn box set. Hey, can I call you back after Alba goes down? It's late, I gotta get her in the bath. Alright, love you. Was ist denn? Hieß es jetzt Code Blue? Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Wieso habe ich ein Lesezeichen hinzugefügt? Null Aufzeichnungen gefunden. Schade. Oh nein, ich bin raus. Oh nein. Kann ich das löschen? Weg damit. Wie kann ich das löschen? Ach, Liebe war das, ne? Oh, dafür gibt Geralt einen Bussi und Geralt wird etwas rot. Sieben Minuten wollt ihr mich verarschen. Bisschen Fanservice, würde ich sagen.
Hübsche Lampen. Ich fange jetzt nicht von vorne an. So schlafe ich auch. Mit Kamera an. It's the cam girl. Da muss ich mal luschern. Wanted to make sure I was okay. It's today's show. For all my fans with the Sleeping Beauty thing. You too, judging by your screen name. No. I hadn't fainted. This is my favorite kink. I get my beauty sleep and I get paid. You know, in France we say the sleeping body has no soul. What do you think this means? Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon Dornröschen und Märchenprinz 81 aufgeschrieben. Sure, share away. But if you do anything gross, I kick you out. You are not that kind of guy, are you? Ich habe Angst vor der anderen Seite, ich auch. You are not that kind of guy at all. Gibt's irgendein anderes Video dann? I just mean, you're not the kind of guy who has trouble getting a date. I love complicated men. So, what is on the menu? A talker. Well, I can look at both. Ich finde das leicht unangenehm. So, what made you pick me? You like your girls a little gothic. Ich hab Angst, dass irgendwas da im Hintergrund passiert. Snow White evokes something a little dark. It is shorthand for asphyxiation or sleep fantasy. You know, I have a kinky side. Don't you? What do you do, Prince Charming? Short for work? You have serious eyes, but oh Gott, doch, es gibt doch eine andere Seite mit einem Video. Ja, was denn, mein Schatz? Was ist los? Oh, no one is listening. Ich
bisschen verstört. Fühlst du dich angesprochen, Waffel? Was ist los, Mausi? No. Lucy, die Stinkertröte von vorhin. Really? Mein Mann auch. Ah, do I know you are telling the truth? Ich glaube, wenn die Nachbarn durchs Fenster schauen, denken die Dinge von mir. Bei mir aber auch. Fenster da. And they're always honest with sex workers, even in real life. They save their lives for the people that matter, their wives, their bosses. Ich finde die hübsch. You are married. You know, there are other things we can talk about that you wouldn't say to your wife. Your session is almost over and we haven't even fooled around yet. You like to fool around? Okay, you are the boss. Das ist eine Franzosin, Waffel. Will you come back some other time? I like you. Die hat einen sehr französischen Akzent. Goodbye, my prince. Hörst du vielleicht nicht so raus, weil du vielleicht auf andere Augen fokussiert bist. Oh, die 7 Minuten sind schon um. Mm. Warum müssen wir das spulen? Auf deine? Ja, meine Augen sind nur sichtbar, das stimmt. Es ist nicht der Counterpart. Ich weiß nicht, ob es den Counterpart gibt. Vielleicht muss man nach Märchenprinz suchen oder so. Hey. Hi. Sie hat coole Haare. Ich mag ihre Haare. Worth something. And that doesn't change the way it sounds. Okay. I believe that you are a music nerd. Nein, ich bin ein Gamer Nerd. But I still don't entirely trust you. Du solltest mir noch nicht trauen. Alter, ich habe irgendwann Angst, dass da hinten irgendwas passiert, ne? Die Ohrringe sind interessant. Ist das ein Schloss? Chinese is my favorite food. Nee, das sind Büroklammern. Überdimensionale Büroklammern. Vor allem, die lassen diese rechte Ecke so richtig schön frei. Hey, and your apartment is great. Hotel. Very clean and empty. Oh, clean and empty? Spricht die da gerade? Redet die gerade mit den anderen Dude? There we go. I'm just about to lock up. I hate this bit. No, I don't mind that. I don't like the dark. It's creepy when it's just me. Ha. Nee, dies ist kein Hotel. Ich glaube, das ist eine Bar oder eine Musikbar oder so. Dies nennt sich vielleicht so. Das ist, man kann da rausgucken. Okay.
Die ist in irgendeinem Geschäft. Aber redet die gerade mit dem anderen Dude, mit dem wir gerade gesehen hatten? When I turn this last one off, it goes completely dark. Oh. Ja, der mit der Decke über dem Kopf, der mit seiner Tochter gesprochen hat, weil ich hatte ja gesagt, deine Wohnung ist clean and dark, clean and empty. Love's tune, honeymoon, keeps it shining in June. Your silvery beams will bring love's dreams, we'll be cuddling soon by the silvery moon. Funny. I only sing when I'm in the dark or in the bath. All right. Maybe. Haben wir es geschafft? So. Ich glaube nicht, dass wir immer alle Counterparts finden, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich verstehe das Spiel noch nicht. Oh, zwei Treffer. Hat das bei euch jetzt abgespielt? Ah, okay. Puh. Weil ich höre es tatsächlich nicht. Oh Gott, wieder 7 Minuten, Leute. Vor allem verstehe ich nicht, dass wir immer zurückspulen müssen. The same girl.
heutzutage so? Also, dass man dann das einfach weiterlaufen lässt und dann die Leute beim Schlafen beobachtet? Weiter. Alter, wenn da jetzt ein Jumpscare kommt, Alter, ich schrei euch die Hütte zusammen. Macht das aus! Oh. Oh Gott, es gibt noch einen zweiten Teil. Ich wahre dich, Fräulein? Was wahre ich denn? Ah, nee, das haben wir gerade gesehen. Warum gibt's. Nee, das war das 7-Minuten-Video. Gibt es davon zwei Filme? Nee, ist das auch 7-2? Verstehe ich nicht. Viermal angesehen, viermal stimmt gar nicht. So, also von Liebe haben wir jetzt genug. Was haben wir hier noch? Voila, hier sind deine partiellen Retina-Daten, bevor sie alles zensiert haben. Das ist es, was dein Genehmigungscode ausgespuckt hat. Ich weiß nicht, ob du hiermit zufrieden bist, da einige Teile wahrscheinlich schon mit anderen Codes abgetrennt wurden. Der Zeitraum, den du wolltest, scheint aber enthalten zu sein. Und ich erkenne zwei der Gesichter. Jetzt verstehe ich, warum du dieses Zeug in deinen Finger kriegen wolltest. Wenn du den Uploader benutzt, wird die Festplatte gelöscht. Also mach das bitte, bevor sie dich in Gewahrsam nehmen. Was sie auf jeden Fall tun werden, das ist dir klar, oder? Es würde außerdem nicht schaden, die Hardware zu verbrennen, zu sprengen, zu pulverisieren. Dear Karen. Zusammenfassung, Retina ist ein, ich mach das groß. Retina-Webcam. Retina ist ein Berichterstattungstool der NASA für Datenabgleich und Organisation von Videos und Metadaten. Das Tool wird durch die Zusammenarbeit mit und anderen Funktionen des US-Geheimdienstes als wirksames Mittel bei der Terrorismusbekämpfung eingesetzt. Analysten mit einem Arbeitsgenehmigungsident können sich bei Retina anmelden und gespeicherte Metadaten durchsuchen. Datensätze sind auf Untergruppen beschränkt, für die jeweils Berechtigungscodes notwendig sind, um sicherzustellen, dass Einschränkungen und Richtlinien eingehalten werden. Auch wenn die Datensammlung in großen Mengen stattfindet, kann aus Datenschutzgründen nur über eine Suche auf Aufzeichnungen zugegriffen werden, die mit deren Metadaten übereinstimmen. Suchen können je nach dem Ausmaß der Ermittlung eingeschränkt sein, um eine Datengewinnung durch Rasterfahndung zu verhindern. Um diese Einschränkung aufzuheben, muss der Analyst die Freigabe eines Vorgesetzten erhalten und Beweise für einen unmittelbaren Gefahren vorlegen. Gott, ist das creepy! Ja, ich weiß jetzt, was ich tue. Willkommen bei Castle. Ist ein Open-Source-Betriebssystem. Ja, das ist das Beste, was es gibt, ne? Wir sind Karen, oder? Ich glaube, wir sind Karen. Ja? Da, diese da, die man da so sieht. Das war ein Müllkorb. Desktop-Bilder. Okay. Zwei Männer, eine Frau und da hinten ist noch eine Frau, okay.
Okay. Interessant. Vor allem, ich drücke auf. Ich habe da aber auf Papier. Ach so, das sind, die waren hier auf dem Desktop. Okay. Was haben wir hier denn noch so? Kann ich das verschieben? Ja. Kunstdieb, vielleicht. So, Leute. Schaffe ich das? Oh, schon verkackt. Ich spiele jetzt eine Runde Solitär. Scheiße, das hätte ich nutzen können. Ich habe zu schnell geklickt. Bin doch so ungeduldig. Schon falsch. Werden wir dieses Rätsel lösen? Also werden wir dieses Spiel lösen? So, welchen nehmen wir? Nehmen wir die Pik 3 oder das Kreuz 3? Ihr entscheidet. Pik. Kreuz. Ja, was nun? Waffel, du musst entscheiden. Ist Waffel weg? Ist Waffel immer noch mit Geralt irgendwie unterwegs? Wieso spielst du Solitär? Was ist mit mir? Ich war auf Klo. Sollen wir Pik 3 nehmen oder Kreuz 3? Das ist hier die wichtige Frage. Und ich muss weinen. Jetzt haben wir eine 6. Wir haben schon verloren. Wir haben verloren. So, das war's. Das können wir hier noch machen. Hardware-Lautstärke, Musik. Ja, schön. Ach, das ist die externe Lauch. Ich muss weinen. Ich glaube, wir müssen da wieder rein. Nach was suchen wir denn jetzt? Daniel. Nee, David. Wir suchen jetzt mal nach David. Also das ist David. Und David hat mit der mit hier, ne? Mit Mrs. Ich singe und strippe und dann mache ich komische Dinge und stöhne dabei. Und da ist das Webgirl. David Johnson. Der hat aber viele. Mirror, mirror on the wall. How about Evil Queen? So what? I'm supposed to just call you Mike? Come on. Mike? Well, I'm kind of going for inscrutable, right? It's my new A squared vibe.
Okay. I am David Jones. I'm 28, which is pushing it. But beards and t-shirts are a good look on me. I grew up in Detroit, but I moved out when my parents died and bummed around a bit. Grew up fast, had fun, and ended up in LA where I sold t-shirts on a boardwalk in Venice. And without meaning to, I became a producer at a video company making schlocky movies, but I made a decent earning. And last year, a good friend of mine... Da hat's gerade geklopft irgendwo. And I decided that I was going to start taking things a little more seriously. I decided that I wanted to help make the world a better place. So I moved back here to Ann Arbor. Ann Arbor? To reconnect with a younger, more pure version of myself and also get away from all the bad influences who had my number in California. A good friend of mine died from an accident. And I decided that I was going to start taking things a little more seriously. Ich muss zurückspulen, weil gesagt wird, ich soll... Died and bummed around. I'm 28, which is pushing it. But beards and t-shirts are a good look on me. I grew up in Detroit, but I moved out when my parents died and bummed around a bit. Grew up fast, had fun, and ended up in L.A. where I sold t-shirts on a boardwalk in Venice. And without meaning to, I became a producer at a video company making schlocky movies. But I made a decent earning. And last year, a good friend of mine died from an accident. And I decided that I was going to start taking things a little more seriously. I decided that I wanted to help make the world a better place. So I moved back here to Ann Arbor to reconnect with a younger, more pure version of myself and also get away from all the bad influences who had my number in California. I think to not be directly engaged in fighting for environmental causes, today is a kind of moral cowardice. Aber es hat geklopft. I mean, it's easy to forget that the rest of the world exists when you're in LA, but out here, you can reach out and you can touch it. I've only ever been in love once. It's with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. And I guess I still carry a torch for it. Nein, hat er nicht. Incurable romantic or underdeveloped emotionally. Emotional unterentwickelt. Ist aber auch eine Beleidigung für jemanden, oder? Du bist emotional unterentwickelt. I like girls with nice smiles. Das macht er nur einmal, wach geregelt. Nice smile. Psych profile says so. Mit wem redet er da? Yeah, like horoscopes in that world. Mike? Ich schwöre, ich hab's klopfen gehört. I'm going to decorate an apartment. Was war denn das für ein Ende? 60 Treffer. Ergebnisse auf 5 eingeschränkt. 60 Treffer? Der fängt schon wieder an. Ich bin David. Ich habe immer 5 Treffer. Hey, Han. Hi, Han. Good. Yeah. I made contact today and bought some music. Did you know that Iggy Pop's named after his first band, the Iguanas? His real name's James. Der war Musik kaufen. War er bei der anderen im Job gewesen, da wo Musik war? Er hat Kontakt aufgenommen? Oh. Okay.
Was ist das für eine Heizung eigentlich? Okay. Ist die aus Silber? Hello, Isabella. Isabella. Warum hast du das schon da geschrieben, wo er das noch gar nicht ausgesprochen hatte? You hypnotized. I am David. Wie schnell schreibst du? Das ist das Strip-Video? Ich stelle mir gerade vor, wie du mit dem Rick schreibst. Okay. Warum zieht er sich hier wieder hey, an? Honey. Oh, look. Nein, nein, er spricht mit seiner Frau. Und es ist ein Rollenspiel gewesen. How you doing? Das war seine Frau mit Kind und die nennt sich heute halt Isabella. Wahrscheinlich ein Rollenspiel. That's what we thought. Der Schild ist verkehrt herum, ja. Oh, really? Well, I mean, it was just a nightmare. That's all. Nothing to be scared about. Right? Are you brave? Das ist das Kind mit der Mutter in der Badewanne. Yeah, I'm right here. Ja, ich weiß, wen du meinst. Nur das ist kein Gegenpart, da fehlt uns noch ein Gegenpart. Von der Frau jetzt. Aber warum hat man denn silberne Heizung? Er hat gesagt, ich liebe dich auch. Meine ist auch weiß. Was ich eher komisch finde, dass wir keinen Sound von der anderen Seite hören, obwohl er gar keine Ohrstöpsel drin hat, ne? Eigentlich müssten wir sie doch hören. Ich brauche erstmal was zu trinken. Ja, aber die Webcam nimmt ja trotzdem sein Audio auf, Jule. Und wenn das Audio ausgespielt wird, oder macht das Webcam nur Mikro? Aber selbst dann, wenn das Mikro an ist, würde das Mikro den Sound von der anderen Seite aufnehmen.
Ich nehme Schnaps und Stoff. Schnaps und Stoff. Einfach wieder einfach aufgelegt. David. Demonstranten, okay. Wer ist das? Silver Ridge. I heard about that. You know, I actually been needing to get up there. It's a good way to get away of the land. John? Go ahead. Help yourself. We'll start back up again in 5 on the prospect push. We're calling shareholders to ask them to invest in the people of the River Valley. Great. Done. Okay. See ya. Thank you. Wegen Datenschutz? Die nehmen einfach die Webcam und das Mikrofon auf. Die scheißen auf Datenschutz. Ach, schau mal da. Da ist sie. Hey. Ava heißt sie. Jesus auf Wisch bestellt. Ich glaube, der ist dort eingeschleust. Actually, I looked it up when I ordered it for you. Oh, I see. You didn't want me to out-trip you. No. Why didn't you just order it off the internet? It's more fashion. You gotta support your local record store. They turn into Starbucks. Wait, who do you think supplies the coffee here? Oh, it's a community gesture. Wait, if I were to, like, just dump. You like to dunk your cookies? would you like to get a drink somewhere? Like right now? No, I mean like sometime. Like drink, or like we're gonna call Prosper and Investors boring? I mean, sure, we could call some investors, but I was thinking more of a drink. There's this old man bar in the tavern. They have this jukebox built with Joni Mitchell albums. Also, ich glaube, der hat sich irgendwie eingeschleust. Der will irgendwas bewegen, irgendwas machen. Der war vorher T-Shirt-Verkäufer und da hat er in einem Video gesagt, er möchte halt irgendwas Besseres tun. Und die protestieren dafür irgendwas, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh, 4 Minuten 11. Und 4 Minuten 11. Ich glaube, die beiden, schon allein vom Datum her, passen zueinander. Warum zum Teufel muss ich das zurückspulen? Schlafende Frauen ist irgendwie ein Thema. Ja, irgendwie schon, ne? Und das ganze Thema mit Disney und Prinzessin und Dornröschen, Schneewittchen, das kleine Mädchen hat ja auch da was von Disney-Prinzessinnen geguckt. Alter, wie der mich anstarrt. Ich kann da gar nicht hingucken. Hör auf, mich anzustarren!
Da hat's wieder gerumpelt. Ich hab's gehört. Habt ihr's Rumpeln gehört? Habt ihr's diesmal gehört? Ich hab's ja nicht rumpeln gehört. Aber ich habe herausgefunden, dass das Spiel 7 Errungenschaften hat. Geil. Was macht der hier die ganze Zeit? Der starrt die ganze... Ah! Was hörst du denn da für Dinge? Ich weiß es auch nicht. Wie die sieben Zwerge. Er will nur reden. Nein. Sorry. Ich hab schon gedacht, Alter. No, you can call me David. So what did you do before? Das gewittert nicht bei mir. Das ist also Prinz Charming. Mhm. Yeah, very funny, very very funny. I'm being serious. Okay. I'll tip you if you tell me. Ich nehme auch Trinkgeld, aber ich erzähle dir nichts. Der hat jetzt zweimal geklickt und dadurch hat er Trinkgeld gegeben. Shortcut für PayPal. Wenn so Cam Schissel jetzt das Ding ist, vergrabe ich mich unter einem Stein. Was? Was meinst du damit? Wieder, der bricht einfach die Anrufe so abrupt ab, das ist krass. So, jetzt können wir uns den Counterpart dazu anschauen. Der hat jetzt ja eine ganze Zeit lang geredet. Warum gibt es hier zwei Trevor? Ach, wegen David wahrscheinlich. Ach, der immer nach den Wörtern, dann weiß man, wo, wie oft es da drin vorkommt, das Wort. Ach so, naja, das mit Eva, wenn das das neue Normal ist, bin ich raus. Hello, everybody. A big kiss for my regulars. Okay, how's Rose? Play nice. No porn gifs, no humiliation request. Oh, and the tip menu and wish list is right there. And no recording the show. And that is it. Du wurdest aber aufgenommen. All's done. So, today I treated myself. I watched a movie and got a pedicure. And if you want to treat yourself, I tell you. Pedicure ist aber Fuß. It was, die ist jetzt ausgezogen. Das fällt Waffel auf. It is my favorite movie. Barbara Stanwyck is
Barbara Stanwyck ist eine eiskalte Killerin. A stone cold killer. You don't like black and white movies, I ban you. Direkt gebannt. Red Lord 55. I missed you too. Roter Lord 55. Hi, Sandman Extra, thank you. That's Sandman? Very kind. Want to go between my jaws again? Was? Quick draw. I remember you, the talker. Do you still want to just talk? Because there is talking, and then there is talking. You know, it's the really wild guys who say they just want to talk. I bet you. Oh, was steht denn da auf ihrer Brust? Interesting. Max? Down there. Let me see. Warum hat sie Max auf ihrer Brust stehen? Prince Charming really is a boy scout. I'm pleased to meet you, David. Ich sehe keine Brust. Oh, excuse me. Oh, yes, I was an astronaut. In France, there are not many rockets, so I started coming instead. You asked too many questions, David. Most guys, they pop on, pop off. Okay, 50. 50? Der hat ihr einfach 50 gegeben dafür? Der hat einfach 50 gegeben, damit sie ihm sagt, was sie vorher gemacht hat? I was a ballet teacher. When I was a girl. I was a part of the Paris Opera Ballet. I was a sugar plum in Nutcracker and a lilac fairy in Sleeping Beauty. I was a good dancer, not good enough. I knew it would not be my vocation, so I tried to become a teacher. Tip me again. And I tell you about the time the Bolshoi Ballet visit, and I finger bang the prima ballerina playing Giselle just to get inside her head, like you are trying to get in my. Was? Oh, wait. Hat die gerade irgendwas mit Fingern gesagt? Ja, hat sie. Like you are trying to get. Ich kann das nimmer. So, nach was wollen wir denn schauen? Was, Mary, was tust du, Umstand? Ach. Uns an. Du, ich kannte das Spiel nicht. Wir können ja mal nach Max suchen, weil die hatte das auf ihrer Brust. Oh, 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 schau mal eine an. Du sei da
weiß, du hast von der Autokorrektur auch auf den Sack bekommen. Ja, das stimmt. I was hoping you would come by. You like it? I'm wearing it all week. My regulars dig the vampire thing. Vampire stories are a way to make rape fantasies more palatable, which works both ways. Was? No, I'm the victim. One of the vampire wives. It's human nature. What? You don't want to take a bite? That's government agents. Davy. Davy. Do you mind if I call you Davy? Okay. Well, now they do. So, Davy, you are the least horny law enforcement agent guy I have ever come for. Cops are normally the most twisted. Well, I can tell. I am good at my job. Also, ist Agent und sucht was. Kann mir jemand erklären, aus welchen unerklärlichen Gründen wir das hier schauen? Na, weil ich Batman nicht runtergeladen habe, deswegen. Ich habe questions again. You first. Ah, falscher Tell Coup. Me, how did you end up in such an exciting job? Okay, sure, but it's deeper with you. You are no ordinary cop. What was the moment when you decided you want this? I bet you were young. Was macht sie mit ihrer Lippe da? Okay. Tell me. Was macht sie mit ihrer Nase? Ist das vielleicht gerade das Gegenpart zu dem anderen? Wo er da saß, wo er gesagt hat, warum er das getan hat? Mhm. Dass er jetzt sein Freund irgendwie gestorben ist und so. Und deswegen jetzt irgendwas Besseres machen will. Ist es das? Mach das weg. Gott, wie oft kommt denn das dann noch? Alle 45 Minuten sind schon wieder 45 Minuten noch. And you wanted to be this guy? Ja. Was? Ja, nein. Was? Nein. War er das? Du bist gut? Nun. I come from France, as you know, from Paris. My father was a judge, a powerful man. And when I was in school, I was sleeping with a guy who was a criminal. This upset my family. They were worried about a scandal. So my father sent me to America to study. And this is where I met my husband. Husband? He worked in a bank, made a lot of money. But he treated me badly. And so I told authorities about his insider trading. I divorced him while he was in prison.
But now I had no money and I had no education, so it's a man's world, Davy. But doing this, I get paid for it. And I can make men disappear like this with a button, which is quite something. Not all the guys are like you, Davy. Yeah, I cross my heart. Oh, look. Here says Max. That was my first boyfriend. The criminal, he did the tattoo himself. It hurt a lot. He did not need his name on me. You do not trust me. Are you going to be one of my regulars? No. You just turn up, tip big. Tja, nun, ne? Vor allem die Musik hat sich jetzt geändert. Ach, der. Jetzt weiß ich, warum wir immer spulen müssen. Weil immer genau dann, wo der Suchbegriff auftaucht, da sagt er mir die Notizen. Jetzt verstehe ich das. 7 Minuten, Alter. Wir haben schon einige 7 Minuten hier uns angeschaut. Aber warum gibt es keinen Shortcut? Von wegen einfach so zurück, weißt? Ich wollte kein Lesezeichen machen. Na, mein Pups, hallo. Hallo, mein Schatz. Ja, weil du so ein Dulli warst und mal wieder den Stream nicht vorbereitet hast. Ich war heute, ich habe so viel getan, damit diese fucking PS5 heute funktioniert. Deshalb sitzen wir hier und schauen Videos von dem Camgirl. Aber immerhin hatte ich noch was parat. Katja! Bist du da eigentlich im Auge, mein Schatz? Where are you? Katja? This is your way of making sure we don't do anything sexy. Mm, yes, you are a talker. Ja, ist ja okay. You know, for a few extra dollars we can talk on the phone. It's much more intimate. Okay. Mehr als 3 Stunden, wie lange machen wir das eigentlich schon? Okay, put your number in. Oh, das war unfähig. Ich kann euch Katzen-Content geben. This is nice. It's like we are real boyfriend and girlfriend. And when I breathe into here.
Does it make the hair on the back of your neck stand up? Nein, nicht draufdrücken! Nicht draufdrücken! Nein! Other parts? Of course. Pupsi, nicht draufdrücken. Was hat sie getan? Was tust du? Only with my favorites. Now that we have this more intimate connection, we should make use of it. Das Beste ist immer noch der Chat dazu. Something you've never told anyone else. Something bad. Interaktiver Film mit drei möglichen Enden. Oh Gott. Come on. Wieso stöhnt das Ding mich an? Wer stöhnt dich an? Shock me. Ich bin noch voll irritiert von ihren Kommoden. Sind die offen oder sind die nicht offen? Oder ist das so gewollt? Richtig oder falsch, du bist derjenige, der die Schusswaffe in der Hand hält. Was? Nun, ich habe noch nie jemanden getötet. Okay. Das sind Kommoden, ja? How about the time I lose my virginity? Nein, das möchte ich nicht wissen! Das ist ein Spiegel drumherum, die sind geschlossen. Das ist eine Kommode. Das sind Beistelltische. I was working in the courthouse to help my father out. He was a judge and kept everyone in order. It was a very hot summer in Paris and everyone was a little crazy. I was wearing the perfume of my mother, which my father said was inappropriate for the daytime. Ihr Handy ist noch nicht mal an. Was when I met Max. I was attracted to him. He had thick, crease, strong hands with scars he said he got from knife fights. There was a cop trying to blackmail him. Max suggested I proposition the officer, so I did. I took him to a room and let him have me. Oh. He used his necktie to tie my hands. He smelled of cigarettes and cheap aftershave. And he fucked me like he was hungry for it. Max was hidden with the camera. He waited till the cop was finished and then he jumped out. He threatened to show the video to my father and the cop. Was ist denn, mein Schatz? Stop making trouble. Was los? And as a thank you, hello? He let me keep the necktie. I've never told this story to anyone before. Was denn, mein Schatz? You better drink. You look thirsty. Das wird mir zu deep.
Wir haben es geschafft. Wer ist denn das? Ach, das ist David. Der sieht irgendwie jünger aus, ne? Also ohne Bart und so. Yeah, you're looking pretty as always, Harry. Harry? I need you to track a girl down for me. Du musst dein Mädchen für mich ausfindig machen, okay. Yeah. Okay, nobody's gonna get hurt, Harry. Okay. Okay, I mean, do I look like the kind of asshole who's gonna hurt a woman? Ja, vielleicht. No. Warum sollen wir in Deckung gehen? Cleveland, Ohio, and I have a photo that I'm gonna send you via Signal. I think her name is Max, but what I need is an address. Can you do that? Max, aber Max war doch der Typ. Da heißt sie selber Max. Heißt sie Max? Okay. Okay. Yeah. Harry? Hey, Harry? Hey. Harry? Okay, jetzt geht's ab. Die Karibu-Herde ist da. Hallo! Herzlich willkommen! Hierbei! Mary hat den Stream nicht richtig vorbereitet, hat die erste Episode von Batman geschafft und vergessen, die zweite Folge runterzuladen. Und wir sind hier bei Telling Lies, wo wir alle sehr, sehr verstört sind. Ihr wusst denn! Und meine Molly mautzt. Hallo Gordon, hallo Dimatros, hallo Max. Oh, und Max, den hatten wir hier erst gerade. Holt euch Popcorn und einen Psychiater. Ja, das Spiel ist ein bisschen verstörend, würde ich sagen. Molly! Ja! Also ohne Alkohol schaffe ich das hier nicht mehr. Alter, da geht los. Ich muss erstmal der Katze was zu essen geben. Dann gehe ich mal ganz kurz auf die Toilette. Wenn ihr eh alle noch beschäftigt seid, dann gehe ich auch mal ganz kurz auf die Toilette. Molly! Bissi sagt sie ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. Kommt ein bisschen runter. Also für die, die hier schon da waren, wir machen gleich weiter mit diesem Verstörendes, was auch immer wir hier tun. Bis gleich. Thank you.
So. Was geht hier ab? Gleich hören wir das Wasser. Nein. Keine Mucke. Nein, keine Mucke. Also für alle von Caro, das ist verstörend. Keiner hier weiß, worum es geht und wie man das Spiel spielt. Aber wir sitzen alle im selben Boot und sehen uns in den Scherben. Das klingt fantastisch. Das ist die Wahrheit. Leider absolut wahr. Sehe nur ich den Schatten von jemandem in Game? Ja, das ist die Frau, die sich die Videos anschaut. Ist gewollt. Ich werde nur schon mal Zähne putzen und mich Bett fertig machen. Alte Frau ist alt. Ich sehe da auch was. Kann ich an mir liegen? Du bist jung, dynamisch und erfolglos. Tu mal nicht so, alter Waffel. Ah. Nachti, Caro. Ey, hier darf ich wenigstens meine Chefin mobben. Ich sehe schon, ihr seid bereit, um weiterzumachen. Vielleicht mal ein kleines Setup. Das ist das ist David. Ich gehe davon aus, dass David ein Cop ist und sich irgendwie einschleust. David hat eine Tochter und eine Frau. Und die spielen gerne Rollenspiele. Und er flirtet noch mit einem anderen Mädel mit curligen Haaren, die dann komische Sachen unter der Decke gemacht hat und gestöhnt dabei hat. Und dann haben wir das Cam Girl, mit dem er auch schwätzt. Und das Cam Girl, ja, lassen wir das mal so stehen. Und jetzt haben wir was von einem Harry erfahren. Ich spiele auch gern Rollenspiele, WoW zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das Rollenspiel gemeint ist, was ich meine. Die hat mir 10 Minuten Freigang gewährt, damit ich bei dir sein kann. Und dann sitze ich hier seit fast 3 Stunden. Gute Nacht, Caro. Schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Aber du kannst hier... Also das ist ein perfektes Einschlafprogramm, das sage ich dir. Andere darf ich hier nicht sagen. Wieso? Die Matros, erzähl uns alles. So. Wir haben was von dem Harry jetzt mitgekriegt. Achso, wir haben irgendeine Festplatte von irgendeiner von der NSA und die hat halt die Videos aufgenommen. Nee, da reicht dann eine Meldung und ich muss mir einen dritten Account machen. Dritter Account? Was macht denn der zweite Account? Ja, ich schau das für Caribou. Okay. Was macht dein erster Account dann? Das ist übrigens das Cam Girl mit einer Waffe in der Hand. Das ist übrigens die, mit der ich zur Karo-Beratung gehe. Hallo. Habe ich mir jetzt irgendwas ins Haar geschmiert? Tatsächlich, ich habe mir Bananen ins Haar geschmiert. Oh, ist es David? Verdammte Scheiße. Ist es David? Bananen im Haar. So. Ich glaube, Banane ist jetzt weg. Das ist tatsächlich David. Er hat sich den Bart abrasiert. Die Kamera ist nicht aus.
Der hat eine 300-Dollar-Kamera? Look, I'm gonna need you to convince me that you Was für Daten gelöscht? Okay. I mean, you know how much time you can do for extorting a federal agent, right? Was hat er Böses getan? Meine Katze guckt auf den Boden irgendwas hinterher, aber ich sehe nichts. Was guckst du da an? Maxine Williams heißt sie. Max, you're gonna delete these files. Da liegt kein Stroh, Leute. Hört auf. Mine's bigger than yours. Was ist größer als seins? Ohio's a stand. Okay, Daniel, dann eine gute Nacht. Endlich wird's mir interessant. Before I let you in, they'll be here soon and they can take you to the ER. Fuck. I told you I hate law enforcement guys. I can't believe I invited a bunch of them over. I put some proper clothes on. Dan, are you okay? In here? No one move! Officers, I'm so glad that you're here. He broke into my house and tried to attack me. Sir, don't move! Sir! I am reaching for a badge. I'm a federal agent, okay? Okay? Do you see that? Daniel, wolltest du nicht ins Bett gehen? Der ist aber entspannt dafür, dass er eine Kugel in seinem Bein steckt. Ja. Okay, sie hat ihn erpresst. Oh Gott, wer ist das denn? Oh, das ist bestimmt Harry, oder? Miller. Miller? The package you mentioned. Miller? Wer ist denn Miller? I've got to ask, what are you going to do with this? I know that you're cool, and I know that you pay and that you're reliable, but I do not want the heat blown back on me if this thing goes wrong. It better not. Ooh, danke für den Follow, Dimitris. Okay. Sure, I trust you. I trust you, David. I trust you. Das ist Harry, oder? My guy found your Max. He said that she showed up in a police report. Next day, that report disappeared. I know. Yeah. I've got a wife, David. Oh, ich habe jetzt zweimal so ein Alert drin. Oh, daran muss ich auch noch arbeiten. Ja, musste ich ja wiederfinden, da ich muss. Erstmal mir etwas zu essen suchen und dann ein bisschen meine neue Wohnwand genießen und für den Führerschein lernen. Oh, was für ein Führerschein. Zwingt sich das Handy wegzulegen. Bleib einfach da, Daniel. Du willst da auch wissen, was wir hier machen. Also Motorrad. So, nach was suchen wir denn jetzt?
Sehr gut. Sehr gut. Ich habe vor 5 Jahren meinen Schein gemacht, den großen. Na, was gucken wir denn jetzt? Also wir haben noch Alba, das ist ja die Kleine. Wir könnten noch nach Maxine Williams schauen. Und wir können nach Ava gucken. Das ist die Curly, diese Curly-Frau. Wir könnten nach Harry gucken. Ich war doch um 3 wieder wach. Jetzt sitzt. Oh, schon. Ich will auch Motorrad, aber es ist so teuer. Freundin vom Arbeitskollegen zahlt über 2,5 und beginnt damit nächstes Jahr. So viel habe ich auch tatsächlich bezahlt. Ich mache jetzt direkt den großen. Ja, das ist gut. Aber ist das nicht der A2? Ist der große nicht A2? Na, was gucken wir denn? Ich würde mal nach Ava schauen, was unsere Curly-Dame da noch so von sich gibt. Wer ist das denn? Ava Martin. Ava Martin. Mit der Night Rod. She's a nice smile. Why would you want that record if the original is the best? Ach, der A ist unbegrenzt. Ich habe immer gedacht, der A2 ist der große. Also ich habe auch direkt den großen gemacht. Aber ich bin ja auch schon alt. Great. You sound like an expert. Oh, ich klinge wie eine Expertin. +18. Ja, genau. 18+. Da bin ich richtig. Das ist direkt groß und gut ist. Hallo Schnuffi. Why'd you tell me the vegan cookies were stale? Vegane Kekse? Okay, well you can leave the colorful details out of your report. Katze. Also, gab es irgendein Gespräch? Hey, Ava. Hey, Ava. Hi, Davey. Hey. So, look. Well, here. Take a look. This is some of my vinyl. Because, well, I think I have a problem. But anyway, yeah, this is the one I was talking about. Yeah, it's their bootleg copy of their work. Ja, für direkt unbegrenzt musste ja mindestens 25 sein. Ja. Yep. 25 nehme ich auch. Oh, ist das das Gespräch von dem, wo das erste Mal, wo wir das erste Mal Ava gesehen haben? Das, wo sie gedacht hat, wo sie da das alles zugemacht hat? Oh, you think I'm stalking you, don't you? Why? Because, what, we met twice in the same week in the same city? I mean, come on, stranger things have happened, Ava. I mean, I might go out for food, we might bump into each other then. I mean, I like Chinese food. We'll see, now there's an even better chance that we're gonna bump into each other. Right? You know what, now that I think about it? Der hat sie gestalkt, oder? I think you might be stalking me. Yeah, and look, here I am giving you a view into my apartment. Yeah? What? Tu mal auf die 25 immer noch eine 10 drauf und dann bist du ungefähr da, wie alt ich bin. And now I feel less self-conscious, thank you. Hört auf, hier rumzukitzeln. Ja, das ist der Gegenpart, wo sie abgeschlossen hat. 35, ja. Alte Schabracke. Okay, well take me with you. Du hast ein Härchen an deiner Nase, mein Schatz. No, being serious. Come on, take me with you, point me at the ghost, I'll scare him off. It's all good. Also Zucker, mein Bauer. Boah, so alt. Ja, Gordon, so alt. Danke. Daniel ist immer noch da. Need those. Warum bist du denn jetzt so?
Oh, okay, here we go. Ah, der Chat geht ab. Ich bin älter, echt? Wie alt bist du denn, Gordon? Es ist es der Gegenpart. Und 78er Baujahr? Was? Vor allem 35 und nennt mich Daddy? Das Thema hatten wir schon, Waffel. Ich denke, du bist 78er Baujahr, oder, Gordon? Above the silver rim. Oh Gott, jetzt fängt er auch noch an zu singen. Beautiful voice. No, I'm serious. Oh, well, then you gotta call me next time you're in the dark. What? Okay, I'll take maybe. Maybe it's good. Okay, ich glaube, wir werden hier nicht mehr erfahren. Oh, zu Ende. Oh. Okay, Anja ist 33, verrückt. Waffel hat tatsächlich noch keine 3 vorne. Vielleicht eine 4? Tja, was soll ich sagen zu meinen 29 Jahren? Ach ja, Mami. Da hast du deine Mami, Waffel. Ich mit meinen... Wenn du 78er Baujahr bist, dann bist du ein Jahr älter als meine Schwester. Meine Schwester ist 9 Jahre älter, also bist du 45? Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Mein Hirn funktioniert noch. Was? No, don't be silly. Wait, you look incredible. Oh, wait. Okay, sing me a song. Was für Barthaare? You are Freddy. Freddy. Not Ava. Und nicht Ava. Na dann hat Ava denn Barthaare. Nah, don't buy it. You used to be in a band and your dreams to be a singer, so come on. Okay. I won't look. Oh, das ist jetzt die andere Szene, wo sie was komisch dann gemacht hat und in ihren Höschen. Dimitros ist 34. Ey-o. Captain Jack, ey-o, Captain. Ey-o. Dino, 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 Di. Ich fühle mich so langsam nicht mehr allzu alt hier. Bei Caro fühle ich mich immer voll alt. Majestic Queen, and I want a real song now. Well, you'd sell more records with that on, no? Nein, Schatz. Du lässt die Motte da oben, wo sie ist. Nein. Nein. I've got a like black suit or something. Maybe I can be a... Nein. Vergiss die Motte. Du kommst da nicht hin. Vergiss sie. Vergiss sie. No. You wouldn't like me without a beard. Who's that? I love him. Nee, das ist nicht das Counterpart. Okay. Aren't these like all bad guys? Katze. Der sollte weniger nehmen oder was abgeben. What am I gonna be? Was soll ich sein? Weiß ich nicht, was du sein sollst. Du kannst sein, was du willst. Okay, das war sehr aufschlussreich. Nicht. Nein! Was habe ich getan? Weg! Ihr wollt da draufklicken.
Leute, jetzt mal Real Talk, bin ich hier echt der Jüngste. Oh Gott, sind wir jetzt in der Selbsthilfegruppe gelandet? Scheint so. Jasmine Center. Ah, eine Demo. Jasmine Center. Jasmine Center. Okay. Now, there's already been a lot of discussion on Slack, but first I want to say my primary concern is for the safety of all the members here. Now, I have some guidelines here from the council I can read out. John, screw the guidelines. Benson's group is going up against the Nationalists. Benson's group? Benson's? Them and a bunch of Antifa. It's going to be a disaster. The Nazis want nothing more than... Oh Gott, jetzt kommen auch Nazis noch dazu. Eric? Ava, you about to say something? No, no. I know you're friends with Eric. His heart is in the right place. He's just hot-headed. Okay, but maybe Eric is onto something, though. I mean, the Nazis, right? So decent people have to stand up to them. What? Does standing up involve throwing punches? Yeah, maybe it does. This is a law enforcement issue. Okay, they have permits. The police are protecting That's them. Right, and that's exactly why someone needs to step up and do what the police should do, right? Because I'm sorry, all due respect, John, you're not going to stop these guys with a Noch 27, so jung bist du. We abide by non-violence. That's fine, and all I'm saying is I'm interested in putting my privileged white male able body where it can do some work, right? Because I heard what it was like in Ann Arbor in the 60s, and you were there, John. We have to oppose the rally. We have to oppose the rally. We can't advocate for people putting themselves in. David is eingeschnappt. You know what? I'm sorry. I'm gonna have to excuse myself. It's fine, David. We'll talk another time. Okay. Die haben eine Demo gegen Nazis, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. You don't have to leave. Und David will den anderen auf den Sack hauen. Ihr wisst aber schon, dass rein biologisch der körperliche Zerfall mit 25 anfängt, ne? Just saying. Gordon hatte mit 30 seinen ersten Heckenschuss. Alter Schwede, das ist aber arg. 28, wann wirst du 29? Ava? Who's there? Knock, knock! Will, wer? Who's there? Willie, who? Hast du nicht gesagt, noch 28? Oder 27? Wow. 27, ach, du wirst 28. Also, nein, also, oh Mann! Also, wann wirst du 28? Okay, sie steht, irgendjemand steht vor der Tür. Okay, jetzt haben wir Ava. Was nehmen wir denn als nächstes? September. Ein Septemberkind. Wir könnten nochmal nach Harry schauen. Weil Harry, also der David hat doch Harry beauftragt, Max zu finden. Und Max ist ja unser Camgirl, unser französisches Camgirl. Danke, so werd mal eben ein bisschen aufs Sofa. Ja, denn ich sperre ich auf dem Sofa. Vielleicht komme ich später nochmal wieder. Das werden wir sehen. Da hat schon wieder geklopft. Jetzt habe ich es gehört. Oh, ist das Klopfen gar nicht in den Videos, sondern das Klopfen ist eigentlich in dieser Wohnung, wo das Mädel drinne hockt, die sich diese Videos anschaut. Und deswegen, wenn ich zurückspule, man das Klopfen gar nicht hört. Ich bin ein Juni-Kind. Oh Gott. Mausi, was machst du da? Ibims 1 Kaution.
Ist das so schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Alles gut. Ich find's nicht schlimm. Du bist immerhin keine 16 mehr. Wobei manchmal... Ich bin ein Zwilling. Und wenn ich das sage, habe ich es beim vielen einfach schon versaut. Und ich weiß gar nicht, warum. Bist du gerade über die Tastatur gelaufen? Like shooting games, huh? No, I don't want to play that Pac-Man over there, but that will work. Lieb sein soll ganze? Bin lieb. Silver Ridge, das kam jetzt schon das zweite Mal. Yeah, when Eva pointed you guys out to me at Silver Ridge, she said that you guys are really serious. Was? Was war das? Wie war das Diablo Canyon? Back in California, I knew this group that protested the Diablo Canyon Road. You know, that power plant up there. Jetzt hast du alle Gummis runtergeschmissen. Alle. Die ich vorhin alle aufgesammelt habe. Aber ich schmeiß die doch, aber du rennst doch gar nicht hinterher. Was willst du? Was willst du tun? Oh, das war schlecht. Das war wieder richtig schlecht. Der war auch nicht so gut, den will sie auch nicht. Oh, den will sie. Ton ist asynchron, oder? Wieso ist er asynchron? Kann gar nicht asynchron sein, weil Pause. I knew him from in and out of Venice, but it impressed me. You know, I really did. And I moved back up here just to prioritize my life. Ach, Molly. I want to do something. Prosper. For criminals. Yeah, yeah, exactly. I think Ava's great and all, but she's just like those kids back at the camp. And I just want to get together. Also mal fast 7 Sekunden asynchron, jetzt echt? Warum? Wir haben jetzt wie lange gespielt und es hatte kein Problem gehabt und jetzt fängt es wieder an rumzuspacken. Ich verstehe diese Capture Card einfach nicht, ne? Ich gehe mal zu Bett, Leute, und danke für den Stream, Mary. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, Gordon. Was hast du für eine... Ja, ich habe eine scheiß Elgato. Die macht mich verrückt. Die hat jetzt bestimmt... Wie lange machen wir das Spiel jetzt schon? 2 Stunden? Und jetzt fängt es wieder an zu spacken. Ich verstehe es einfach nicht. Eventuell Auflösung zu holen. Ich habe Pufferung jetzt schon drin. Ich weiß nicht, ich habe die normale Auflösung von dem Gerät halt, ne? Könnt ihr mal auf automatisch erkennen machen. Mal schauen, was dann passiert. Wir gucken mal. No, no, she's bright. I totally get that. But I've been with her to 4 meetings in that Jasmine Center. We're all blowing hot air. You know, I'm not naive enough to think that we can fix this with
Facebook. I saw you at that rally in November. You like causing trouble. There's trouble to be had. I'm not going to run away from it. Jetzt. Ach, das ist Eric. Das ist Eric. What a hospital off Pacific? You know, before I got a job. Not Samsung. No, no. This place made Samsung. Ach so, das sind die Hotels. The Four Seasons. This guy Harry ran it, pulled pills out the back. He disappeared and, you know, after a while the cops shut it down. So I moved in with these friends of mine who I met at the boardwalk. They had this movie thing going, so I got involved. It became kind of a big deal. It's fun. You know, we made these stupid beach horror films. No way. Horror movies are my thing. Could you get me a background one? Nah, it's behind me now. Besides, nobody watches horror anymore. You know, I realize it's too crazy. Er hat den Highscore geknackt. Boy Scouts. Really? No. No, the firearms guy on the sets, you know, on the movie sets. He would take us out to the desert, let us shoot his guns. Jetzt habe ich auch Lust, ein Spiel zu spielen, wo ich mit einer Pistole rumhantieren kann. Du hast... Nee, das sage ich jetzt nicht. Aus. 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 Jule weiß, eigentlich muss es Jule nur einfach aussprechen, weil Jule und ich haben so oft den gleichen verfickten Gedanken. Ich sag nix. Sei brav und sag es. Nein. Well, hello, Harry. Und da ist wieder Harry. Harry is back. Yeah, well, I've been away on a desert island for the last month, went native. So. Genau das, was Jule sagt. Thank you. Wow, well, just don't pull your cock out of my hair. So listen, Wie passend kam das jetzt aus diesem Video? So passend zu dieser Situation gerade. Entschuldigung, das fand nur ich witzig. Any goodies? Yeah, well, it's for a big rap party. I know you do. Ja, ich gucke den Nielsen 1489 tatsächlich auch immer und ich hatte tatsächlich auch mal die Probleme. Ich habe es irgendwann gefixt bekommen, nur ich weiß nicht mehr was. Aber danke dir, ich guck mal rein. Danke. Good. Tomorrow. Yeah, tomorrow. We're going out of town, so I need by then. You look worried, Harry. You're starting to worry me. Ach, wieder 50. So, wait, you're not hiking your prices up on me, though, right? Wait, look me in the eye? Look me in the eye? Ich guck dir nicht in die Augen. You hiking your prices up on me? No. Sind wir jetzt schon durch? Nee. Yeah. No, look, hey, man, it's not even about the price. I don't care about the price. I care about whether or not I can trust you or not. Okay? Because I'd be happy to pay 50. Let me just let that be known. You got it. Now, here's the deal, okay? You're gonna meet me tomorrow at our favorite restaurant. Okay? It's gonna be 1 o'clock. My treat. Good. Wear something nice. Take that thing off, okay? Yeah. Wie der immer die Anrufe beendet. Ich versteh's nicht. Oh, der sieht schlecht aus. My friend. Yes, I'm having a big holiday party and I need some fireworks. Okay? Enough to wow people, all right? Also, der holt sich immer Stoff bei Harry. Come on.
you, Harry. Nothing is gonna link back to you, okay? Hey, listen to me. You just make sure you guys leave it in the dead drop like I told you, okay? Wait, you trust me, right, Harry? Oh, das ist der Gegenkonter zum Harry. Yeah, look at me. Harry war dieser ältere graubärtige. Good. That's good. Nicht zu verwechseln mit dem mit John. I know, I told you I'd take care of things, okay? Yeah. Hat der vielleicht ein Drogenproblem? Me too. Oh, was? Hey. Hey. I'll keep out of your hair. Hey, Trophäe erhalten. Da ist jemand in der Wohnung? Oh, mein Akku ist fast alle. Ich komme gleich wieder. Na, da hat man wieder mal meinen Namen gesehen. Cool. What the fuck? War der die ganze Zeit... Das habe ich mich auch gerade gefragt. War der die ganze Zeit auf Klo? 2 Stunden lang? Was spielen wir hier? Was hat der dort gemacht? Okay, jetzt haben wir Harry fertig. Wir spielen heute kein Batman mehr, wir spielen das. Was? Okay, wir haben Harry. Ich würde mal nach Silver Ridge gucken. Das kam ich schon 2-mal. Oh mein Gott, es kommt immer mehr. Ja, also ich habe das vorhin nämlich auch klopfen gehört. Also es muss vielleicht irgendwie in dieser Wohnung sein, wo sie hockt. Vielleicht hat er ja nach Toilettenpapier gesucht, deswegen hat er mal geklopft. Oui. Oh, das sieht ganz schön... Was ist mit ihm passiert? Yeah, well, the mission's moved into phase 2. Okay, Phase 2. We are driving to Silver Ridge Camp next week. Genau. And it will be very romantic. Das heißt, er spricht mit seiner Frau, mit dem Kind darüber. Yes, Ava's good friends Eric and Peter will be there too. Peter. Yeah, but you know, thing is, there's some bad blood there, Mike. Some should not die. Wer ist Mike? Yeah, it's really credible. You know, when I told her I'd heard of this organizing group, though, I suggested we share a ride. Something came over her, though. You know, she got stomach cramps. Yeah, maybe. Anyway, I'll hang around the camp, let them see me with her, and... Also er will, dass man sich, dass die anderen sie mit Ava sieht. That's my point, by the book. Ach Schatzi, was ist denn los? Pupsi.
Was ist los, mein Schatz? Katze! Oh, der Typ hat mich voll erschrocken. Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Monster oder so raus. Das Ava. Hi everybody. This is Ava and David. We're here at the Silver Ridge Camp protesting Prosperin Sovereign Pipeline. Prosperin Sovereign. On Thanksgiving. Wie? Prosperins. Aber was hat denn das mit Max zu tun? Ach, gegen eine Pipeline. On Thanksgiving, families across America come together to celebrate and to give thanks for food and family. But this holiday also erases the genocide in our history. The theft of the land and its resources that was the foundation of America. This theft continues today. The government acts in favor of corporations and allows them to brutalize the land, water, and people. All for what? To sell more fossil fuels? For corporate profits. This pipeline will pollute the water and bring illness and death. So we encourage all of you to protest peacefully to block further pipeline development and to protect the land for future generations. Water is life. Say no to the Sovereign Pipeline. Und das machen die dort im Bett. So ein Video, ist klar. Aber mit was hat Max, unser Camgirl, denn David erpresst? Throwing up, listening to records. Im Zelt, Entschuldigung, im Zelt. The womb is what sets your taste for life, so I'm taking it seriously. Well, just be careful, David. Don't get in trouble. Yeah. Yeah, I did the math, and I think that sleeping bag was where we conceived. Remember that time at Silver Ridge? Mm-hmm. A child of the universe. Conceived under the stars. Hat er sie geschwängert? Watch your mouth, David! Hat er sie geschwängert? I was thinking, I'd like to meet Alba. Alba ist seine Tochter. I feel closer to her carrying a brother or sister. Der hat sie geschwängert? Okay, well, you should tell them. I don't want there to be any bad blood. I want our child to feel connected to the whole family tree, all the branches. Such a responsibility. If it's a girl, Jane Mary Jones Martin. And if it's a boy, James David Jones Martin. Danke, Waffel. Ist mir gerade niedergeschrieben. Wird ja noch ein richtiger Krimi. So, ich verabschiede mich mal. Baby ist kein Langschläfer. Na dann. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ey, es ist schon 0 Uhr. Wie viele Videos haben wir hier denn noch für Silver? Das war, glaube ich, das letzte, ne? So, Waffel, wollen wir noch ein bisschen?
Oder musst du auch ins Bett, weil du ja morgen so lange racen wirst? Wir können noch. Dann würde ich jetzt mal mich mit Erik und Peter beschäftigen, weil das sind ja die Freunde von der Ava. Da haben wir auch nur zwei Videos zu schauen. Gut, dann bin ich nicht ganz allein. Jule kann den Rest dann morgen nachschauen. Oh nein, er zieht sich aus! Wollen wir wirklich? Waffel, wollen wir wirklich? I'm fine. I got looked at and it's nothing permanent or dangerous, but I lost a tooth. This was the police. They were heavy-handed, let me tell you. They were manhandling this woman and I wasn't gonna just take it. I jumped in. Okay, eine Frau wurde angefasst. I took one of them down. It was chaos. I had my mask on, you know, and I ditched my jacket and oh, I saw your friend Eric. Ah, er spricht mit Ava. Yeah, he was with that other guy, his friend. They were helping to block the road and you know, not get into the skirmishes, but of course they round up the easy to grab ones, so yeah. I don't know. I'm just, you know, I can't just stand around and watch these fascists and these police. I need them more. These fascists, they're just the symptom. Everything's so much worse now. This country and this planet. I mean, I need them more. Maybe. Thinking about this pipeline. Oh, also wir müssen doch noch über die Pipeline mal gucken, ne? I need to focus. Okay. You sound like. Ich glaube, das ist der Gegenpart. Ja, es ist der Gegenpart. David. What did they do to you? Why didn't the police stop them? Fuck, David, why aren't you in jail right now? Ja, warum ist er jetzt nicht im Gefängnis? Das ist eine gute Frage. Weil er selbst ein Cop ist, meine Liebe. Hat er dir das noch nicht gesagt? Ja, er wurde David, I'm glad you're okay, but fuck. I think you've done enough. You sound like Eric.
talk about it later. Okay, first you need to rest. You look terrible. But also great. I wish I was there to hold you. Okay. Habe ich das jetzt miauzen gehört im Hintergrund? Prosperens. Wir können einfach mal Pipeline eingeben. Pipeline. Give an access. Das sieht nach einem Polizeichef aus. Gott, der hört den aber lange zu. Da können wir, glaube ich, wieder ein ganzes Stück dann wieder vorspulen. Prinz Charming. Märchenprinz, da hatten wir wieder Märchenprinz. Yeah, I told you I don't need a code name. Aren't you supposed to be likable? All right, let's just have you run through your legend so I can tick this box and we can proceed. Oh, das kann vielleicht auch das Video sein, wo er sich vorgestellt hat. Wo er da in der Wohnung saß, auf dem Tisch. Auf dem Tisch, vor allem auf dem Stuhl. Warum er das dann machen will, vielleicht. Blondes or brunettes? Bist du ein Mann, der eher auf Beine, Titten oder Ärsche steht? Gut. Like the kind of reformed character with a heart of gold to wake up your Snow White. Okay, jetzt geht's wieder, glaube ich, um Max. They're never wrong. Less cynical. You're here to save the planet. All right, review the files from Cyber. Cyber? Natives are restless. They've been accessing pipeline maps. You got 8 months till the next convergence. Just follow the protocol and stick to the plan. You're going to be the knife that stabs Greenstorm in the heart. Greenstorm? Okay, das war's. Ah, sind wir wieder im Zelt, im Camp? Hi there. Was sind das für Fragen? Aber echt, hey. Resistance headquarters, or as we sometimes call it, our bedroom. Yes, bed is where we sleep, where we dream, and it's where our resistance starts. Prosperin is building a liquid gas pipeline across the heart of Michigan. The pipeline would transport gas for export and sale outside of America. Look, the destruction caused by the pipeline, the risks of a leak, all for the sake of corporate profits. I mean, the pipeline is a disaster and a crime. The crisis in Kalamazoo River in 2013 would be nothing compared to a natural gas disaster. Already, groups of environmental soldiers are making camps along the pipeline route to block and sabotage the attempted construction. Yeah, but there are ways that you can help too. Easy ways that don't require you to get out of bed. Check out the links below for details of everything we're talking through here. Prosperin is owned by its shareholders and investors, and they operate purely for profit. If we hit them financially, they will notice. Prosperin is traded on special exchange, which requires market makers to enable them to have their stock bought and sold. We have provided a list of all market makers currently used by Prosperin. That's down right there. And we are going to work our way down this list. please
Call them up and tell them that you don't want them working with Prosperin. Call them when they're sleeping, email them a lot, send snail mail, make them feel unhappy enough to stop trading Prosperin. Let's cripple the company financially where they really feel it. Look, this is why last year the Federal Bureau of Investigation called Green Groups the number one domestic terror threat. Really. Follow the money, and then find a way to take that money from the corporations who live to exploit the people. Ava and I are going to stay in this bed until this is done. Stop the pipeline, stay in bed. Ach, guck mal, nee, das ist in seiner Wohnung. Das ist gar nicht im Zelt, das ist in seiner Wohnung. Der Typ hat einfach eine offizielle Freikarte, um seine Frau zu betrügen. Da gilt wohl alles für die Mission. Aber die sind gar nicht im Zelt. Die sind in seiner Wohnung. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz nach Prosperance schauen. Weil der Name fällt ja auch ziemlich oft. Ist das falsch geschrieben? Das FBI möchte auch mit Federal Agent. Das war, was er gesagt hat, als er angeschossen wurde. Ja, ja. Also ich frage mich halt, also er ist ja ein Cop. Aber was hat denn das Ganze eigentlich mit Maxim zu tun? Also mit der Max, mit unserem Cam Girl? Mausi, würdest du das bitte lassen? Ja, du. Pupsi. Ja, genau, geh da hoch. Da kannst du hochgehen. Na, schau an, da kommen noch zwei. Wahrscheinlich hat er ihr ein paar Dinge verraten und sie erpresst, aber der Typ, mit dem wir jetzt ja vorher gesprochen haben, der hat ja auch Märchenprinz und sowas gesagt. Also der wurde dafür beauftragt, glaube ich, mit ihr zu sprechen, oder nicht? Sehe ich das jetzt falsch? Snow White sang, Prince Charming met the dwarves, Doc, Sleepy and Dopey, and we're all gonna get a drink when they're back here in A-Squared. Oh yeah, they do not like Prosper. Hey, so is that where we're getting our intel? From Prosper? Black Kite? Well, you just make sure... Black Kite? Well, you just make sure they stay out of the way of the Katze. Professionals, okay? Katze. Katze. Ja, die Kleine, die ist wach. Und die Große, die chillt da hinten. That's good. Okay. Mausi! Ich bin klein und chill auch gerne im Bett. Yeah. All right, you head out this way. It's actually not far. Just keep going straight. We'll take a right up here. Dann hättet ihr auch laufen können. Nice man. Yeah. You jealous, man? It's an 85. Drove it here all the way from LA. Seriously? Yeah. 1,800 miles. You were saying though, about the insurance? Oh yeah, the way Prosperin does it, they have two major insurance providers because they can't work on any of their build sites if they don't have insurance. But you can look that all up on their private page, download the numbers I'm just gonna pull up with. It's gonna be another right here. Yeah, it's about people. Find out who the top decision makers are in each office, get on their social. Keep on them until they have to act. Yeah, but how far do we go? You know? Did you guys
guys hear about the Diablo folks? Na, Diablo kam auch schon jetzt zweimal vor. A subscription to a firearms magazine for one of the shareholders, but it was under his kid's name. Yeah, but I mean, it worked, because I think he resigned like a week later. All right, let's keep it classy, guys. These people are looking for any excuse they can find to make us the bad guys. Let's not paint a target on our backs. We hear you, dude. Yeah, and it's a right up here again. There's some other ops coming up. We have a couple of acetylene torches that get hot enough to cut steel. The valve sites are where the pipe is exposed. If you're fast on your feet, you can hit and run. It can set them back weeks. Yeah, we used to use gasoline and motor oil on the valve sites, but I guess torches would be more effective. One more right here. Die sind die ganze Zeit rechts gefahren. Also sind sie doch wieder am Anfang, oder? Anywhere here? Yeah. During the fence spot. Do they know we're coming? Yeah. Alright, everybody out. Anfangs war ich ja wirklich verstört von dem Spiel, aber mittlerweile rätsel ich mit, ne? Ja, mittlerweile ist man so an dem Punkt, wo wir Cam Girl ein bisschen verdrängt haben. Mhm. Wollte noch Diablo jetzt mal schauen. Black Kite, stimmt, das war auch noch gut. Reicht das schon? Ach, der Typ schon wieder. How was Cam? Der ist irgendwie in allen involviert. Mit Maxine, mit Eva. Our eyes in camp said it was very inspiring. Oh, feelings mutual. Your dwarfs are on their hit list too. Die Zwerge? They got deep pockets and they got a lot of manpower through Black Kite. Okay. I found them to be highly professional and their procedures are very thorough. Der Typ hat Katanas dahinter sich, der muss wichtig sein. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Stimmt? Okay, wir sind bei David in der Bude. Und da haben wir wieder Greenstorm. Nennt sich vielleicht diese Demo Greenstorm? Oh, der Riegel war irgendwie gut, aber irgendwie hat er auch einen komischen Nachgeschmack gehabt. Okay, Greenstorm ist doch jemand anderes. Rainer hat jetzt auch Bock. Und Cola hätte ich auch Bock. Ich trinke Wasser. For us to incriminate ourselves. What? I'm not. I'm just. No, you know you remind me of, Chris? Sorry? You Chris? Remind me of this guy I saw online. His name wasn't Chris, it was Simon. Does that sound familiar? Simon McMillan? Simon McMillan. Danke. Yeah, no, you do look a lot like him. But you can't be that Simon McMillan, right? Because then that would make you a corporate spy for Prosper, right? Ouch!
Chris, what is this? Okay. Chris, hey, look, guys, come on, let's talk about this, okay? So this is true, then, what he's telling us right now. What the fuck, Chris? Yeah, yeah, see? Everybody, this is Simon McMillan, okay? He is an employee of Black Kite sent on behalf of Prosperin, okay, to spy on our meetings. You are trying to inform on our constitutionally protected activities, pal. It's called entrapment. You cunt! And I had you over for dinner! In my home! Hey, hey, get away from me. Hey, hey! Don't touch me. Hey, look! He doesn't have a wire. Guys, he doesn't have a wire. He's probably recording us on his phone. Get his phone! Chris is Simon. Motherfuck! Hey, look, I can explain. I am no traitor. Who are you? Get out. Just get out. Okay. Bad prospect. Okay, wir hätten also einen Intruder bei sich. Ja, wieso geben sie ihm das Handy zurück? Das weiß ich auch nicht. Ach, der Typ schon wieder. Tomorrow, I'm at home. I heard. Black Kite changed the plan. They decided to go deeper on Greenstorm. Yeah, they agreed to share their intel. It's a good plan. We're all adults. This is a strategic decision we made together. You don't. We're putting together the paperwork right now to round up the group and get you some scalps. This was always a finite operation. It's not a lifestyle. To start working on your exit plan. You need to get your head back in the game. Um was ging's da wohl? Um das Kind vielleicht oder so? Jetzt würde ich mal ganz gern nach Diablo. Wie lange geht denn das, dass er sie geschwängert hat und sie dann schon so einen großen Bauch hatte? Nee. Nach Diablo bin ich aber raus. Ja, Diablo hat jetzt nichts gefunden. Dann gucke ich jetzt nochmal nach Greenstorm. Da war noch ein bisschen was. Bin ein bisschen müde. Ja, ich gucke jetzt. Ich frage mich nur, ob ich irgendwie den speichern kann. Dann würde ich jetzt nur noch Greenstorm schauen. Na, Greenstorm bin ich dann raus. Nee, alles gut. Solange ich... Ich habe jetzt aber auch meine Streamzeiten mehr als überschritten, ne? Warte mal, kam da gerade Karen? Oh, das wäre ja mal mehr als interessant. Weil Karen heißt ja die Olle, die wir haben. Also mit dem wir uns angemeldet haben. He was taking up a number two spot, Mike. Und Mike haben wir auch jetzt nochmal. No one would believe I'm FBI. And what agent would beat up on a member of the group he's trying to infiltrate? Which is good, right? Look, I got an official reprimand, true, but I'm still in. Because they feel horrible about looking the other way about Ava and Peter. I was the only one who had to deal with their dirty little secret. Peter kam jetzt auch schon mehrmals vor. Yeah, I hear you. But remember, the long game's getting into Greenstorm. Oh, come on, you've never been close to flipping anyone near Greenstorm.
Weiteres stochert er dann seinen Nudeln rum. No, wrong. I let myself get angry. Okay? Besides, there's good news. The Karen's report failed to mention. Ava's moving in with me. Ah, der Punkt, wo Ava bei ihm einzieht? Well, yeah, because we get to split the housework. Mit wem telefoniert denn da jetzt? Like a real relationship, right? Ich glaube nicht, dass Karen seine Frau ist, oder? Oh, das wär übel. I got this all under control. Der redet, glaube ich, mit seiner Frau, oder? Weil Karen ist ja die, die dieses Notebook geklaut hat und die jetzt vor diesem... Also so denke ich, dass die Frau ist, die jetzt vor dem PC hockt und sich das anschaut. Das wäre der größte Plot-Twist. Das wäre krass, wenn sie vielleicht sogar von der Pipeline wäre oder so. Alter, das wäre übel. Jetzt wird's richtig interessant. Welcome aboard the Jane Dean. Wow. Tell me again, David. How are you on the fucking boat? Oh, come on, man. Do I have to? He got it from investors on a movie he was producing when they went bankrupt. Yeah, but I like it. Können auch gerne durchmachen, ja. Ist fein für mich. I'm just having a hard time wrapping my mind around your previous life, man. You don't know the half of it. Yeah, you and me both. Dich aber nicht. Ich richte mich nach dir. Mission to come aboard. Mission grand, David. This is Riordan. She's a member Riordan? Of Green Storm. Come on, man. No introduction, David. Riordan, how are you? Riordan. Thought we might need some help. Yep, some help and some guidance. Let's hear it. Okay, well, Prosper and Sovereign Pipeline, as you know, means to supply the Midwest with gas at a rate of 500 pounds per square inch, right? It's this high-pressure highway of natural gas screaming through our community. Yeah, that's cool. It's nearly finished. And we know they're going to worry because they're sending spies into our group. We know this. But they're winning. So I've been trying to think of a solution. If you... Look, right here, okay, this is a major section of the pipeline that's yet to be started. And what makes this area unique and why it's yet to be developed is it access to its trick. Wir machen jetzt Greenstorm zu Ende und dann machen wir Finito. Support the construction traffic, and they're both fed into this highway here, all right? This is Highway 75, and that highway crosses that bridge right there. That's the Salisbury Bridge. It spans the Salo River to the tune of 2,000 square feet. So, we shut that bridge down, and they would have to reroute all of this construction traffic all the way around to this bridge up here, okay? This would set them back months. I mean, this would be a huge blow financially. It's nice work. Thanks. You want to put this all on your own? Well, me, Ava, and of course, Eric here pointed out that we are a little short on manpower. Said it would only work if we had an organization behind it. Well, I've done stuff like this, but it's never fun. We tried to shut down construction in Sandersfield. We suspended ourselves. Over the highway for 2 days, the state cops actually lit a fire under me. They like to burn witches in Massachusetts. I remember watching that trial on TV. When you poured that glass of water over that CEO's head, it was a big deal. The theatrics play well on the news. Well, we're looking for a little more than theatrics. We are looking to do real damage to Boston. Sure, but how long do you think you can hold the bridge? Well, half the cops now are ex-forces. They treat this stuff like it's Fallujah. You ever done anything like this before? How serious are you? Okay, Reed. I said I vouched for the guy, and I meant it. Yeah, now you too. Sure you do, sweetie. You can tell by that look in your eye. I'm gonna go get some fresh air. Das ist Fallujah, ja? Keine Ahnung. Sure you're not putting on a show to impress the pretty young activist? Give me a weed. David. Yeah, just give me a second. He's a good guy. Hey, how long have you known him? Long enough. I know what she sees in him, but you? Look, he's serious, he's loyal,
and he's not afraid of action. Honestly, sometimes it kind of scares me. He nearly killed Peter. I hate Peter. Okay, well, there you go. Peter ist jetzt doch mal gefallen. Ich weiß noch nicht mal, was Fallujah ist. Alright, so you're gonna help us or not? I'll take you to meet the others at Convergence. Fantastic. Convergence? Let's talk about the details outside. Close to us is not fancy. Yeah. Fallujah ist eine Stadt im Nahen Osten, wo die Amerikaner damals gekämpft haben. Es gibt auch ein neues Spiel, Six Days in Fallujah. Das Spiel wurde mit Soldaten entwickelt, die vor Ort damals gekämpft haben. Ah, okay. Interessant. So, letztes Video für heute. Oh Gott, wer ist der Typ denn? Okay, die bereiten jetzt gerade alles vor. Es war, glaube ich, dann vor dem Treffen. Wer ist das? Spot it. It's just the one? Yep. It's wide angled, motion triggered. It's good, but you can't get past the professional. Damn near on the wall. No, that's just a screw. Yeah, that's it. There. Pretty good, right? Hey, about Simon, one of the... Simon was a cocksucker. A friendly warning, man. You trying to do me like you did him? I'll take you down with me. Understood. I wish you could get them all to come out here, but it's not gonna happen. Kills me having to play on their turf all the time. And Greenstorm on the ball. Myself an exception. You think Riordan suspected anything? Or... She's just paranoid. Here, you can have this. Looks like a belt buckle. You find it? Call the cock cam. You're not gonna wear it? This goes into evidence. I want to be on that video. You government types are okay. This is your crusade, but I'm trying to make a living. When this goes down, Riordan will be out for revenge. And she knows it. And she looks at you, it's like she can see right in your soul. Yeah. Okay. You want to run it one more time? Sure. Oh, let's do it. Yes. I don't get it. How long are you closing the bridge for? Well, I reckon we can close the bridge for about a week. You know, we get some hanging tents on the suspension. We were talking about getting a truck up there, maybe turning it over, flipping it. I don't see how you think you're gonna hold it that long. I was in Portland for the icebreaker, and they got through after 2 days. That was different, though. They were going under the bridge. 2 days a week. It still doesn't move the needle. Damn, you're coming at me, man. Yeah, man. All right. Let's see what you got. All right. Well, look, do I think a week's gonna change the world? No. I don't, but we have to do something. And if I can make the bridge disappear, then I would. It doesn't need to disappear, it just needs to stop being a bridge. And this is where Riordan will say, fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Well, I do have a plan B. Go on. The bridge has four main support foundations, right? Now, if we attach explosives, we take that whole bridge down. Like bridge over the river Kwai, right? And we can do it at night, so nobody gets hurt. You know, we just don't know where we can find that amount of explosives. They would call us terrorists. Well, they already do. Right? In the history of America, bomb making's how you teach truth to power, right? You wanna stop the pipeline, right? And this is where I'll look at everybody. So, let's stop the pipeline. Let's scare them. Okay, because Prosperin's projects are going to poison our communities for generations to come. They're already hanging them out to dry. Right? Saginaw, Midland, Flushing, Flint, you name it. Stop talking. You have them with the America and bombs bit. Just keep quiet, no matter how much you want to talk. People hate silence. Let them fill it. And then you and I... That's the typ. We'll toast each other over some tofu dogs. This stinks so much. We'll go get one right now. A method. I can't break character like that.
Plus, they can smell it on you. That girl of yours, Evie, she tasted. Nick's Avery. What hell of a heck of a job. Get off my book. So sweet. You guys did thank you. Na, wie heißt der Typ? Ich würde da ganz gerne auch nach dem googeln wollen. Zu googeln. Okay. Mal schauen, kann ich hier speichern? Wie kann ich hier speichern? Speichert der vielleicht einfach automatisch? Verbunden mit Kars, Loki, Lando, KD Privat, Kürbis, Pifi. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier auf runterfahren gehe? Ja. Ah, okay, cool. Südele. Das Spiel war jetzt zum Schluss mega spannend geworden, oder? Also es gibt, wir müssten beim nächsten Mal nach Riordan, nach der Frau, nach Karen, nach Peter und nach Mike mal suchen. Das sind, glaube ich, jetzt auch nochmal richtig wichtige Namen. Ja, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Das sind alles so Wörter, die dann so mal gefallen sind, tatsächlich. Und die habe ich mir dann aufgeschrieben. Oh, Lucy streckt sich. Notiz durch kreuz und quer, ja, das stimmt. Ja. Cat, Molly legt sich gemütlich auf die Tastatur gerade beim Quicktime. sie kuschelt jetzt da hinten. Ja, also anfangs war es echt, wo ich gedacht, so what the fuck, was schauen wir uns an? Was mich aber hat tatsächlich immer noch irritiert, inwiefern ist Maxine, also diese Max, die unsere Camgirl da drin noch involviert? Das verstehe ich nicht. Deswegen sollte man vielleicht nochmal nach... Wobei Max hatten wir ja schon. Ja, aber weswegen hat sie ihn denn erpresst? Weil das, also die Connection habe ich tatsächlich noch nicht herausbekommen. Ja, aber okay. Jetzt ist es gleich um eins. Verrückt. Spiel hat jetzt doch ganz schön gefesselt. Werde ich vielleicht dann nächste Woche... Das ist die Frage der Fragen, für die du einen Keks. Nur einen. Alle. Dann werde ich das wahrscheinlich so takten, dass wenn ich nächste Woche Batman spiele, das zweite Kapitel, wir dann entweder davor oder dann danach, nach dem zweiten Kapitel, dann mit dem hier einfach weitermachen. Einen Take it or leave it. Okay. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war mir ein Fest heute. Ja, der Chat war heute gut drauf. Fand ich sehr unterhaltsam. Gerade bei dem Spiel war das war das echt sehr unterhaltsam nebenher. Kannst du auch eine Waffe haben? Ja, die habe ich ja schon. So, aber jetzt husch husch ins Bett. Schlaf gut. Und in dem Sinne, bis die ankommt, ist die vergammelt. Ja, du musst dir die Luft dicht einschließen. Aber jetzt ab ins Bett, Waffel. Du fährst morgen 12 Stunden Racing.
für den guten Zweck. Gute Nacht und tüdelü. Tschüss.